schickt Putin da wissentlich Teile seiner Bevölkerung in den sicheren Tod? Ja, guten Abend. Die Antwort auf diese Frage lautet leider ja. Die Teilmobilmachung, die ja in Wirklichkeit mehr als das ist, wo sehr viele Soldaten eingezogen werden, dient ja dazu, in einer Situation, in der man militärisch im Rückstand ist und Territorium wieder verloren hat, die ukrainischen Angriffe irgendwie zu bremsen. Und das macht man dadurch, dass man sehr schnell schlecht ausgebildete, schlecht ausgerüstete Soldaten an die Front wirft, die zwar den ukrainischen Angriff verlangsamen, die aber den ukrainischen Kräften in sehr vielen Fällen sehr wenig entgegenzusetzen haben. Also sie werden im Grunde dafür geopfert, dass Russland Zeit gewinnt in diesem Krieg, weil Putin hofft, dass er, wenn er Zeit gewinnt, sich wieder neu aufstellen kann, Kräfte sammeln kann, neue Waffen vielleicht aus Nordkorea oder Iran bekommen kann und damit dann sich wieder gestärkt in einen neuen Angriff begeben kann. Also diese Leute werden geopfert. Herr Lange, vielleicht ganz kurz noch, welche Informationen haben Sie über die Bedingungen und auch Zustände für die Soldaten da vor Ort? Das ist von Region zu Region und von Einheit zu Einheit durchaus unterschiedlich. Aber es gibt eben sehr viele Berichte darüber, dass Soldaten keine Befehle bekommen, dass sie nicht ausgerüstet werden, dass Verwandte und Bekannte im russischen Onlinehandel erstmal die Ausrüstung zusammenkaufen müssen, dass die Vorgesetzten, und das hat ja in der russischen Armee leider Tradition, sehr brutal und rücksichtslos mit diesen Soldaten umgehen, dass sie auch von älteren Soldaten misshandelt werden und dass sie ganz bewusst vorgeschickt werden an Stellen, wo man weiß, da ist es sehr gefährlich, um sie sozusagen zu opfern. Und es geht ja bis dahin, dass manche russische Kommandeure sagen, naja, mit diesen Mobiks, wie sie genannt werden, also die neu mobilisierten Soldaten, die werden auch genutzt, um mal zu gucken, wo die Minen liegen in den Minenfeldern und wo die ukrainischen Stellungen genau sind. Also das ist ein Umgang mit Menschen, der Menschen eben als Menschenmaterial betrachtet und sie behandelt wie Gegenstände. Frau Akipova, beobachtet also einen wachsenden Widerstand, wachsenden Protest auch von Frauen, von Müttern, der Soldaten und eine sinkende Unterstützung innerhalb der Bevölkerung für den Krieg. Herr Lange, woran liegt das? Zunächst mal muss man in einer Diktatur, die so lange Zeit aufgebaut worden ist wie die Diktatur Putins, zwischen den Zeilen lesen. Und es sind ja die Gesetze darüber, was man sagen darf in Bezug auf diesen Krieg, darüber, wie man Protest äußern darf oder eben nicht äußern darf, nochmal erheblich verschärft worden. Deswegen erfordert es zum einen enorm viel Mut, dagegen etwas zu unternehmen, weil man eben für viele Jahre ins Gefängnis gelangen kann. Und zum anderen sind es subtile Formen, mit denen man protestiert. Und man muss immer genau aufpassen, dass die Botschaft bei den Menschen, die das sehr gut verstehen, ankommt, aber dass man gleichzeitig nicht diese gesetzlichen Rahmen überschritt und dann eben nicht mehr wirksam sein kann. Das haben wir, glaube ich, auch bei diesem Treffen der Soldatenmütter mit Wladimir Putin gesehen. Und das sehen wir auch in vielen anderen Formen. Und das weniger geschulte Auge mit Diktaturen erkennt das vielleicht gar nicht als Protest. Ich bin mir aber sicher, die Menschen, die schon lange in so einem autoritären System leben müssen, die erkennen diese Protestformen genau. Und deswegen sind sie auch wichtig, dass sie sichtbar sind und sichtbar bleiben. Können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren? Also wie deuten Sie dann diese Aktionen der Frauen? Also warum sehen Sie das als deutlichen Protest? Die Soldatenmütter haben ja eine lange Geschichte und die sind sehr gefährlich für Putin, weil sie schon in vorhergegangenen Kriegen, zum Beispiel im Tschetschenienkrieg, sehr stark die Gesellschaft mobilisiert haben, weil über die Soldatenmütter eben deutlich wird, dass russische Männer im Krieg sterben. Und dass es einen so unmenschlichen Umgang der russischen Streitkräfte mit den eigenen russischen Soldaten gibt. Und deswegen muss Putin auch so ein Treffen, auch wenn das jetzt sehr inszeniert wirkt, wie heute machen, weil er sich nicht leisten kann, nicht zu reagieren auf mögliche Proteste der Soldatenmütter. Und da sind sicherlich auch einige dabei, die Schauspielerinnen sind und eigentlich zu Putin gehören. Das ist immer so in diesem System. Aber gleichzeitig zeigt uns das, er muss das ernst nehmen, weil er Probleme hat mit diesem Krieg. Und der Hintergrund ist doch die Mobilisierung, die Teilmobilmachung, die sogenannte, die in Wirklichkeit mehr ist, hat zu einer inneren Front geführt in Russland. Sie ist chaotisch abgelaufen.
sind ja Leute teilweise aus ihren Häusern oder von der U-Bahn weg zu den Streitkräften rekrutiert worden. Und es fallen unheimlich viele russische Soldaten an der Front, weil sie schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet da kämpfen müssen. Und über diese Zustände berichten sie ja auch nach Hause, über die Mobiltelefone, über Videos, kommt sehr viel in Russland gerade an. Und ich glaube, Putin versucht gerade, diesen Unmut irgendwie zu managen. Entscheidende Nachfrage kommt da von unserem User No Saint bei YouTube. Diese Zustände, diese Umstände, die Sie beschreiben, und das ist seine klare Frage, wie steht es denn dann auch um die Kampfmoral der weiteren russischen Soldaten, die das ja auch mitbekommen? Na, die Kampfmoral der russischen Soldaten ist ja von Anfang an in diesem Krieg schon sehr niedrig. Sie sind in einen Krieg geschickt worden unter der Illusion, man müsse da nur nach Kiew fahren und die Leute würden sich entweder passiv verhalten oder die russischen Soldaten sogar begrüßen und werden aber mit dem allerhärtesten Widerstand nicht nur der ukrainischen Streitkräfte, sondern der gesamten ukrainischen Gesellschaft konfrontiert. Und das ist etwas, womit die nicht gerechnet haben und worauf die auch nicht vorbereitet waren. Und mit schlechter Ausrüstung und schlechter Ausstattung, wenn viele Kameraden in der Einheit schon gefallen sind, da ist natürlich die Motivation extrem niedrig, aber gleichzeitig ist das System der Repressionen und der Zwang und die Unterdrückung so groß, dass man gar keine Wahl hat, als da irgendwie zu kämpfen oder es ganz schwer hat, sich dem zu widersetzen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Soldaten, die sich lieber verhaften lassen, als dass sie da weiterkämpfen. Oder die ja eben, das weiß man ja, zu Zigtausenden das Land verlassen haben, um sich vor diesen Zuständen zu drücken. Und es ist wirklich traurig, das mit anzusehen, dass ein Land, das so eine Rhetorik und solche Worte von sich gibt wie Putin, so absolut unmenschlich mit den eigenen Leuten umgeht und sie in so eine sinnlose Kampfhandlung schickt. Und ein Beispiel, es gibt ein Schlachtfeld in diesem Krieg bei einer ukrainischen Stadt, die heißt Bachmut, wo seit Monaten, also wirklich seit Monaten, die russischen Soldaten immer wieder dorthin geworfen werden, um diese Stadt zu erobern. Dort ist nichts erreicht worden, seit Monaten nicht, aber es sind extrem viele tausende russische Soldaten gestorben, völlig sinnlos. Und das ist, finde ich, symbolisch dafür, wie Putin diesen Krieg führt. Und wie er ihn ohne Rücksicht auf die eigenen Menschen führt. Wir schauen auch gleich gemeinsam, Herr Lange, auf die weiteren Situationen in Sachen Frontverlauf und auch auf den Ausblick für den Kriegsverlauf bleiben. Vielleicht jetzt auch nochmal bei den Aspekten und den Situationen. Sie haben es angesprochen. Weite Teile und viele sind auch schon vor der Teilmobilmachung und als sie bekannt geworden ist, geflüchtet aus dem Land. Und da kommt die Frage von Christian, die sich daran anschließt: Stellen die geflüchteten Russen, die jetzt im Ausland sind, nicht auch ein großes Potenzial für eine echte Opposition aus dem Ausland gegenüber Russland da? Wie würden Sie das einschätzen? Ich muss gestehen, ich bin da zwiegespalten. Also zum einen scheint es Leute zu geben, die nicht von dem System Putin benutzt werden wollen und die auch schon länger von Putin nichts gehalten haben. Aber zum anderen muss man, glaube ich, ganz nüchtern festhalten, dass es sehr, sehr viele Russen gab, die gesagt haben, der Krieg ist ganz gut, aber ich will eben nicht in diesem Krieg kämpfen. Wäre gut, wenn es jemand anders macht. Und sobald es dazu kam, dass man jetzt selbst kämpfen sollte, dann flieht man lieber. Das heißt aber nicht automatisch, dass man gegen russischen Nationalismus ist oder dass man dagegen ist, gegen die Ukraine zu kämpfen, sondern das ist, glaube ich, auch so ein ganz egoistisches Motiv. Also da muss man unterscheiden. Und ein Potenzial für die Opposition wären sie ja, wenn sie in Russland bleiben würden. Und in vielen Ländern in der Nähe Russlands, also zum Beispiel in Kasachstan, wo jetzt sehr viele sind, oder auch in Georgien, muss man sich auch die Frage stellen, diese Russen, die ja bis vor kurzem Putin unterstützt haben und auch den Krieg unterstützt haben, sind die nicht auch eine Gefahr für diese Länder und sind die nicht auch durchaus ein mögliches Sicherheitsrisiko, wenn die zu uns kommen? Also zumindest muss man da genau hinschauen. Da sprechen Sie auch einen Teil und einen Aspekt an, den wir hier bei ZDF heute live auch in einem weiteren ausführlichen Stream behandelt haben. Könnt ihr, liebe Userinnen und User, euch natürlich auch gerne nochmal anschauen. Der Titel ist: Sollte, das bezieht sich dann auf Deutschland, eben diese russischen Kriegsdienstverweigerer aufnehmen, könnt ihr euch gerne anschauen. Herr Lange, eine weitere Frage, die auch nochmal in Sachen Mobilmachung kommt, ist von PK, das ist der User. Der wird ganz gerne noch mal wissen, welche Bevölkerungsteile und Schichten von dieser Mobilmachung betroffen waren und sind. Sind es nach wie vor ethnische Minderheiten oder hat sich das geändert? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Russland ja eine grausame Tradition hat,
Und die Tradition des russischen Imperiums ist, an seiner Peripherie sein Territorium zu erweitern und die neu hinzugewonnenen Territorien dann dazu nutzen, um dort Soldaten zu rekrutieren, um die dann für weitere Eroberungen einzusetzen. Und wir haben das ja in Donetsk und Lugansk auch gesehen, auch auf der Krim. Russland hat diese Gebiete annektiert, hat sich dort in die Ukraine begeben, militärisch, und hat extrem viele Männer aus diesen Regionen rekrutiert für die eigenen Streitkräfte, damit sie dann kämpfen müssten für Russland. Das war eine ganz brutale Zwangsrekrutierung, vor allen Dingen im Donbass. Und es sind sehr viele Soldaten aus ethnischen Minderheiten, von den Burjaten oder aus Jakutien oder aus Dagestan rekrutiert worden für die Streitkräfte. Das hat aber dort auch durchaus zu Widerstand geführt, gerade bei der Teilmobilmachung, sodass man auch darüber hinaus nach Soldaten gesucht hat. Da hat man sich dann aber zum Beispiel in Moskau durchaus mit besser gestellten Russen angelegt. Man hat sich auch mit Unternehmen angelegt, die ihre Arbeitskräfte verloren haben. Also diese Mobilmachung hat für sehr viele Konflikte gesorgt in Russland und Putin ist immer noch mit den Folgen beschäftigt. Und das ist ja in Russland mittlerweile Konsens, selbst bei den Unterstützern von Putin, dass diese Teilmobilmachung im Grunde nur zu Ärger geführt hat. Die Frage, was macht das eigentlich mit diesen ethnischen Minderheiten in Russland, die dort, man muss das so brutal sagen, verheizt werden in diesem Krieg, die ist auch noch nicht zu Ende beantwortet. Da gibt es sehr viel Unruhe und das wird man weiter beobachten müssen, ob der russische Staat in der Lage ist, diese Unruhe eigentlich dauerhaft zu managen. Eine Anschlussfrage noch als Abschluss auch zum Komplex der Mobilmachung kommt vom User Elektron. Er fragt, sind die Grenzen, vielleicht haben Sie da Informationen, in Russland noch offen, um eventuell vor dem Krieg zu flüchten bzw. dem Krieg zu entfliehen, oder ist das nicht der Fall? Die Grenzen sind nicht offen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie dieses russische autoritäre System lernt. Man hat ja zum Beispiel an der Grenze zu Georgien, als dort viele Männer geflohen sind, einfach dort einen Mobilisierungsposten aufgemacht, um den Menschen, die dort an der Grenze eigentlich fliehen wollten, einfach dort den Mobilisierungsbescheid auszuhändigen. Oder man hat verboten, dass Fluggesellschaften Tickets an Männer verkaufen dürfen. Also es sind ganz systematisch alle Möglichkeiten, sich der Mobilmachung zu entziehen und zu fliehen, geschlossen worden. Und jetzt ist es so, wenn man von der Mobilmachung bedroht ist in Russland, dann hat man keinen Ausweg mehr. Außer, und das haben wir ja auch Bilder davon gesehen, man weigert sich wirklich und lässt sich lieber ins Gefängnis stecken. Und das tun auch einige. Es gibt aber einige Unternehmen, die ihre Leute sozusagen rausgeholt haben und der Bürgermeister von Moskau hat ja auch frühzeitig durchgesetzt, aufgrund der Proteste, dass in Moskau die Teilmobilmachung ausgesetzt wurde. Also da merkt man schon, da regt sich einiges an Widerstand, aber raus kommt man nicht. Und doch noch eine Anschlussfrage kommt gerade ganz frisch rein von Max Faulting. Er fragt, man hört auch immer wieder Berichte, dass verschiedene russische Militäreinheiten sich nahe der Front sogar gegenseitig bekämpfen würden. Ist da was dran? Ja, das ist so. Und das russische Militär, das in der Ukraine kämpft, ist ja keine einheitliche Gruppe. Dort gibt es Kräfte der regulären Streitkräfte, da gibt es aber auch unterschiedliche Truppengattungen, zum Beispiel die Fallschirmjägerkräfte oder die Artillerie oder Infanterieeinheiten. Es gibt aber auch Spezialeinheiten, die von sich ein sehr elitäres Verständnis haben und die anderen Soldaten als minderwertig betrachten. Aber es gibt auch private Militärfirmen, wie zum Beispiel die sehr bekannte Wagner-Gruppe. Und die ist dafür bekannt, dass sie gegen auch russische Soldaten brutal vorgeht und ja häufig auch die russischen Soldaten, wenn sie sich zum Beispiel zurückziehen, weil sie eine Niederlage erleiden, brutal zwingt, wieder an die Front zurückzukehren oder sogar mit Gewalt gegen eigene russische Leute vorgeht. Und das Gleiche gilt auch für die Kadyrovci, also diese Truppen von Kadyrov aus Tschetschenien, die eigentlich dem russischen Innenministerium unterstehen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Gruppierungen und es gibt sicherlich auch zwischen den Anführern dieser Gruppierung, also zum Beispiel Kadyrov aus Tschetschenien und Herr Prigozhin, der diese Wagner-Gruppe leitet, zwischen denen gibt es auch Konkurrenz und Wettbewerb. Deswegen gibt es da viele interne Konflikte und extrem schlechte Stimmung und häufig auch Gewalt bis hin dazu, dass diese Einheiten sich auch untereinander bekämpfen. Herr Lange, jetzt haben wir ganz fokussiert auf die
Probleme und auch auf die offenbar gegenseitigen Bekämpfungen der russischen Soldaten und der Armeen geschaut. Lassen Sie uns den Blick weiten. Auch hier im Chat ist immer wieder auch die Kommentare und die Stimmung so, dass natürlich die ukrainische Seite und auch ukrainische Mütter ihre Kinder, ihre Männer verlieren. Also ein sinnloses Blutvergießen in diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Wir hatten gestern hier bei ZDF heute live eine Sendung mit dem österreichischen Bundesheermitglied Oberst Reisner. Und er sieht gerade mit Blick auf den weiteren Kriegsverlauf schon einen kritischen Punkt, weil, und das ist auch angesprochen im Chat, die in der Luft die Raketenangriffe der Russen die zivile Infrastruktur in der Ukraine treffen. Wir haben da Bilder gesehen, dass Kiew einen Tag lang die Menschen von der Wasserversorgung abgeschnitten worden waren, auch immer wieder die Stromnetze einbrechen. Sehen Sie da im Gesamtblick gerade auch einen kritischen Punkt des Krieges oder wie ordnen Sie das ein? Die Lage ist schwierig und gerade weil Russland an der Front nicht vorankommt und zuletzt bei Cherson ja auch eine sehr einschneidende Niederlage erlitten hat, verlegt Putin sich jetzt darauf, mit Angriffen auf Energieinfrastrukturen, auf die Wasserversorgung, auf Heizinfrastrukturen einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu führen. Das sind Kriegsverbrechen, die da verübt werden, die darauf zielen, dass man die Ukraine entleert von den Menschen, dass die Leute fliehen müssen, dass man auch nicht nur in Kauf nimmt, sondern sogar befördern will, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer erfrieren in diesem Winter, in der Hoffnung, dass sie dann einknicken und Putin nachgeben, der ja alle seine Maximalziele für diesen Krieg weiter aufrechterhält. Ich glaube, dass das keine Wirkung hat auf die Motivation der Ukrainer, dass es die Motivation sogar noch verstärkt, aber dass es eine kritische Situation herbeiführt, in der die Frage, sind wir eigentlich ein Beobachter oder wollen wir dazu beitragen, dass die Ukrainer diesen Krieg beenden können, immer wichtiger wird. Und Deutschland und die internationale Gemeinschaft tun viel, aber noch nicht genug, um die Situation wirklich zugunsten der Ukrainer zu entscheiden. Da muss noch mehr passieren. Und an der Front ist es eben so, dadurch, dass die zum Beispiel die russischen Streitkräfte jetzt verstärkt sind durch Einheiten, die aus dem Gebiet Cherson abgezogen worden sind, sind die Angriffe und die weitere Befreiung des eigenen Territoriums für die Ukraine schwieriger geworden. Und die Russen gehen mit den Menschen so um wie mit Menschenmaterial. Also da ist das relativ irrelevant. Und wir haben das ja bei Bachmut gerade gesehen, ob da jetzt tausende russische Soldaten sterben müssen für ein paar Meter Landgewinn. Aber die ukrainischen Streitkräfte gehen so nicht vor und die versuchen, Verluste zu vermeiden. Und deswegen ist es so eine ganz unterschiedliche Herangehensweise der Streitkräfte. Und dadurch wird es also langsam und schwierig. Die Ukraine hat nicht genügend Kampfpanzer und Schützenpanzer, um mechanisierte Angriffe im Süden und im Osten des Landes zu führen. Sie muss sich auf andere Dinge verlegen. Und was die Infrastrukturen angeht, muss man leider feststellen, ja, es kommt jetzt Luftverteidigung, auch aus Deutschland, sehr gute Luftverteidigung, auch aus anderen Partnerstaaten, aber diese Luftverteidigungssysteme kommen spät und sie kommen langsam, sodass Russland die Gelegenheit hatte, bei den Infrastrukturen Schäden herbeizuführen, die nicht so einfach repariert werden können. Man kann es vielleicht kurz flicken und man kann dafür sorgen, dass es ab und zu mal wieder Strom und Wasser gibt, aber bestimmte Ersatzteile sind ganz schwer zu beschaffen. Es ist auch bei kalten Temperaturen sehr schwer, die Dinge zu reparieren. Also da ist eine ganz kritische Situation entstanden, insbesondere für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Ich sage noch einen Satz, weil mit der russischen Bombardierung der Städte ja häufig das Argument verbunden wird, wir müssen jetzt die Ukrainer so lange mit Raketen beschießen, dass sie aufgeben und dass es Verhandlungen gibt. Und jetzt kann man sagen, sollen die Ukrainer doch nachgeben, sonst wird das Leid noch viel größer. Aber zum einen sind die Infrastrukturen jetzt kaputt. Die werden auch dadurch, dass man plötzlich verhandelt, nicht wieder heil. Davon geht auch nicht die Heizung an und der Strom ist wieder da. Diese Dinge sind zerstört. Und zum anderen ist es so, dass die Ukrainer mit allergrößter Mehrheit, über 90% aktuelle Daten, der Meinung sind, Russland muss das ukrainische Territorium komplett verlassen. Nur dann wird es Frieden geben. Und es muss jetzt ein für alle Mal dieser Krieg entschieden werden, damit Russland nicht jetzt ukrainisches Gebiet behält, sich wieder neu stark macht und wieder neu angreift. Und das ist wirklich
die ganz entschieden verbreitete Stimmung unter den Ukrainern trotz dieser schwierigen Situation. Umso entscheidender sind natürlich auch die nächsten Wochen und Monate. Sie haben kalte Temperaturen thematisiert. Der Winter steht bevor, der Winter kommt auch in der Ukraine. Und da kommt auch die nächste Userfrage von Max Wouting rein. Wie bereiten sich da jetzt beide Seiten an den Fronten auf diesen Wintereinbruch vor? Und vielleicht ergänze ich auch noch eine. Was sind da gerade beide Strategien? Wer hat die bessere Position und wie wird sich das entwickeln? Die taktische Vorbereitung kann man, glaube ich, jetzt sehr deutlich erkennen. Russland versucht mit aller Macht. Bachmut habe ich angesprochen. Es gibt einen Ort weiter südlich, also westlich von Donetsk, der heißt Adwijewka. Da passiert das Gleiche. Russland versucht mit aller Macht, Ortschaften zu erobern. Das passiert deswegen, weil es einfacher ist, in den Ortschaften zu überwintern, wenn man dort die Infrastrukturen, die Gebäude, die Versorgung nutzen kann und vor dem Wetter geschützt ist. Und es ist natürlich viel schwieriger, im Winter auf dem offenen Feld oder im Schützengraben zu überwintern. Und es gibt jetzt so eine taktische Auseinandersetzung darüber, wer eigentlich die bessere Position hat, um zu überwintern. Russland ist bis dahin nicht erfolgreich und ist da in einer ganz schwierigen Situation. Das gilt auch für das Gebiet Lugansk weiter im Norden. Man muss aber auch festhalten, man darf keine Bilder von einem Winterkrieg im Kopf haben, wie man das vielleicht aus historischen Filmen kennt oder aus Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg. An der Schwarzmeerküste wird es zwar kalt, aber das ist jetzt nicht so kalt wie in Sibirien. Und zum Beispiel bei den Ukrainern, die sehr viele auch gepanzerte Fahrzeuge geliefert bekommen haben, die auf Rädern sind, also nicht auf Ketten, sondern auf Rädern, wird die Mobilität, also die Möglichkeit, sich zu bewegen, ja eher wieder größer, wenn der Boden gefroren ist und nicht so schlammig ist wie jetzt. Also wir werden da auch im Winter eine Fortsetzung der Kampfhandlungen sehen auf beiden Seiten. Aber die Frage, ob man in der Stadt oder auf dem Feld überwintern muss, ist schon für die betroffenen Soldaten und für die betroffenen Einheiten ein ganz erheblicher Unterschied. Und darum geht es im Moment. Wir werden genau über diese Situation auch in den kommenden Wochen weiter berichten hier bei ZDF heute live. Vielen Dank für den Moment an Nico Lange, Politikwissenschaftler und Russland-Experte. Danke für Ihre Analysen und für Ihre Zeit hier bei uns heute. Gerne.